Hallo zusammen, ich bin Birso Gummibaum und willkommen zurück zu Let's Play Civilization 6 als Sumerien. Wir stehen kurz davor, London einzunehmen, weil wir gerade entdeckt haben, wo es ist. Das heißt, wir werden uns jetzt London holen. Dann werden wir uns, was auch immer für eine Stadt hier liegt, holen. Und dann werden wir den Krieg erklären gegen Skythien und dann sind wir fertig. So schnell kann es gehen. Wenn es denn wahr ist, was ich doch sehr stark annehme. Du könntest dahin. Theoretisch gesehen, aber du willst da gar nicht hin, du willst nämlich lieber dahin. Okay, und dann da drauf schießen. Thank you! Too kind, too kind. Wollen wir uns schon neben London stellen? Wahrscheinlich nicht, London sieht relativ stark aus. Ich glaube, wir stellen uns einfach hier hin. Ist auch eine Straße, damit wir nämlich mit dem hier noch hier reinfahren können und auch noch schnell auf London schießen können. Oh, da sind. Die können schießen, oder? Crap. Können die schießen? Schieß mal zur Sicherheit auf diese U-Boot-Armada hier. Okay. Jetzt haben wir dich hier, dich brauche ich nicht mehr wirklich hier. Aha, aber dich habe ich wahrscheinlich die Runde dahin geschickt. Ich nehme mal an, unsere lieben Kampfbomber werden erstens nicht viel machen können. Zweitens will ich den hier gerade... 12 Kampfbomber... 12 will ich den hier gerade befördern, wollte ich sagen. Okay. Plus 12 Kampfstärke gegen Landeinheiten oder plus 17 Kampfstärke gegen Marineeinheiten. Ich meine, da wäre jetzt Marine gerade cool, aber ich glaube, wir wollen lieber gegen Landeinheiten. Kann nach Angriff heilen, ist nett, ist aber nicht mehr so nötig wie in früheren Civs, habe ich das Gefühl, weil... Okay, die haben eine ziemlich coole Reichweite. Weil... Jetzt habe ich schon wieder aus Versehen geklickt, aber es war zufällig das Richtige. Weil die meisten Einheiten ja nicht mehr zurückschießen können und Städte auch nicht. Das heißt, es ist nicht so wichtig, dass sie sich immer heilen, weil man sie sonst nicht kontinuierlich einsetzen kann. Okay, was wollen wir hier hin? Habe ich einen Handwerker gebaut? Nein, bauen Handwerker. Produktion wählen. Du baust eine Börse, because I don't care. Du baust deine Kanalisation. Du baust deine Waffenkammer. Brauchen wir mehr Einheiten? Vielleicht sollte ich mal mehr Einheiten bauen. Ich bin also nonchalant, passt eh alles. Wie weit fortgeschritten bist du, liebe Tomiris? Holy shit, you suck. Ja, du bist 13 Technologien im Hintertreffen. Ja, wobei, das heißt noch nicht viel, weil ich habe ja alle. Das heißt, sie ist schon relativ weit. Wieso diese Kavallerie nicht in und sehen das gescheit? Ist jetzt so viel Kavallerie. It's absolutely goddamn insane. It is insane, people. Okay. Du kommst da hin. Wir haben nämlich nicht mehr so viele Einheiten, in Wahrheit. Genau, du solltest noch das Pferd reparieren. Manchmal bin ich echt überrascht, an was ich mich alles erinnere. Und dann erinnere ich mich nicht an die wichtigen Sachen. Und jetzt haben wir diese in live. Ist es nicht so? Sehr wohl ist es so. Danke für die Zustimmung, lieber Gummibaum. Wir haben einen weiteren Kampfpanzer gebaut, wie gesagt. Aha, weißt du was? Nein, du baust wirklich noch irgendwas anderes. Du baust doch einen Kampfpanzer. Ich mag Kampfpanzer sind cool, Kampfpanzer machen Spaß. Yes, exactly. Du kommst dahin. Ja, sie hat schon die ersten Hubschrauber hier. Wenn das alles Hubschrauberarmeen werden, dann wird es, glaube ich, eh nur ein bisschen zach. Du kannst dahin. Aber ich meine, dafür bräuchte sie unglaublich viel Geld, um das alles abzugraden. Und das hat sie nicht. Sage ich jetzt mal. Weiß ich nicht. Wobei, ich klaue ja die ganze Zeit Geld, oder? War das nicht so? Düsenjäger, wo wollen wir den hinstellen? Also, ich muss sogar gar nicht runterschauen, weil so weit kannst du nicht hüpfen. Wahrscheinlich hüpfen mal dahin. Da ist noch ein Kampfpanzer. Look at that! Wir haben gemerkt, wir haben nicht genug Einheiten und wir bauen gleich welche. Wollte ich da nicht eine Straße bauen eigentlich? Von Kazan nach Sheffield? Wieso habe ich das nicht getan? Gummibaum, what are you doing? Sehen wir eigentlich, ich meine, werden wir da einfach überrannt werden jetzt? Wir haben da fast keine Einheiten. Also eigentlich gar keine Einheiten. Außer da oben sehen wir ein Hubschrauberchen. Das alleine aber wahrscheinlich auch noch nicht viel zusammenbringen wird. Naja. Oh, noch ein Düsenjäger. Ich hätte mir Bomber bauen sollen. Die KI baut eh keine Düsenjäger, wie es aussieht. Naja, geht zu diesem Flugplatz mal. Egal, aber London ist mal zuerst dran. Dann können wir weiterschauen. Wenn das passiert, es geht ja nicht irgendwie denunziert. Nein, London müssen wir nicht geben. Wir können nachher gleich Frieden machen. Aber dazu müsste ich noch wissen, wie diese Stadt heißt, damit du mir die vielleicht auch geben kannst. Deutschland, bla bla. Deutschland, bla bla, genau. Genau, das wollte ich sagen. Yes, du kommst dahin. Schießt auf London. Das ist direkt in einem Lager mit 113 Stärke. This was a mistake. This was a terrible mistake. Hong Kong. What do you wanna do?
Bringt's da noch irgendwas, eine Einheit rauszuhauen? Die dauert ewig, oder? Wir können noch ein paar Maschinengewehre bauen, um vielleicht besser diesen Reitersturm abwehren zu können. Du baust jetzt mal auch noch irgendwelche Einheiten. Oder bau mal einen Händler. Kannst du mal die Börse reparieren. Das weiß ich ja noch nicht, was ich mit dir machen will. Ich muss jetzt erstmal die Kampfbomberchen benutzen. Ja, ich glaube, es wird sich leider nicht ausgehen. Ah, ist so das dumpfe Gefühl. Jo. Definitiv geht sich nicht aus. Schade, erst nächste Runde. Ich hoffe, meine mechanisierte, nein, meine Raketenartillerie geht hier nicht drauf. Das würde mich etwas schmerzen. Vielleicht können wir ein zweites Ziel anbieten. Du kommst dahin. Du. Ja, ich meine, wir stehen hier mal blöd rum, würde ich sagen, und schauen, wo diese Reiterhorden überhaupt hin wollen. Zwei Lager müssen wir dazu stellen. Das Leben ist hart. Ja, du kannst da mal weiter nach vorn. Schritt um Schritt. Ein Helikopter ziehen wir auch mal Richtung runter. Du könntest mal irgendwo, keine Ahnung, dahin. For now. Du, so, du kommst jetzt mal hier nach Kasan. Und dann würden wir gerne nach Sheffield hier. Du kannst mal warten auf den anderen Kampfpanzer. Du kannst noch eine Sache machen. Geh die Bananen anschließen. Du baust hier von mir aus ein Sägewerk. Naja, okay, das hat fast überhaupt nicht wehgetan. Easy peasy. Hat auch auf die mechanisierte Infanterie geschossen, statt auf das Wichtige. Perfekt. Good job by you. Momentan ist niemand zum Befördern da. Die Züge dauern There natürlich is jetzt lang. Wobei, es gibt gar nicht mehr so viele There Mitspieler. is nothing like a dream. Ich habe es jetzt einfach ignoriert, aber es ist eh wurscht, weil wir greifen sie gleich an. Dann ist die Sache eh auch erledigt. Kannst du bitte. Du kannst die zweimal angreifen. Also greif einfach da an. Und dann haben wir uns London geholt. Bumsti. Wunderbar. Können wir jetzt vielleicht mal den hier benutzen, um ihn irgendwo anders einzusetzen? In der Nähe dieser Stadt? Apparently not. Müssen wir noch ein bisschen warten. Du kannst es dich nützlich machen, aber das ist da leider auch nicht so weit. Ist da noch irgendwer, der. No. Ja, müssen wir bis leider nächste Runde warten, bis wir hier sehen, wie diese Stadt da heißt, damit wir vielleicht einen Friedensvertrag bekommen können. Du hast eine Flugabwehrgeschütz gebaut, interesting. Bau du auch nochmal schnell ein Maschinengewehr hier? Du baust. Du kannst einen Hangar bauen. Ah, du hast auch einen Kampfpanzer gebaut. Holy shit. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich eine weitere Kampfpanzerarmee in Wahrheit. Was natürlich großen Spaß macht. Ihr werdet mal Korps hier. Und ihr werdet dann Armee nachher gleich. Wunderbar. Sicher bauen Stadion, why not? Wieder Kanalisation, einem Care, Fluchtweg zu Fuß. Förderung zum Rang Geheimagent. Good job bei you. Ah, du wirst auch befördert. Yo. Produktion wählen, Monument reparieren. Okay, jetzt brauchen wir ein paar Einheiten auch noch Befehle. Fahren mal in diese Richtung hier. Du ebenfalls hier rüber. Ja, du kannst da mal heilen. Wer wird? Nur der Geheimagent? Nein, Kampfbomber war's. Bist das jetzt du? Das bist du. Heil dich mal kurz hoch. In London. Du, Kampfbömmchen, könntest auch mal woanders hin. Oder wobei, du kannst von da eh angreifen. Dies passt eigentlich eh so. Ja, wurscht, bleibt aber da. Hast du einen Flugplatz hier? Das wird dann irgendwann unangenehm. Ja, der hat einen Flugplatz. Okay, perfekt. Das heißt, du bleibst für den Moment da. Kannst dann später nachschauen. Warte, kann ich da irgendwo in der Nähe Kampfbomben und sehe dann, wie die Stadt heißt? Na, okay. Well, it was worth a try. Du kommst dahin, damit wir die Armee schneller haben. Wir tasten uns immer weiter vor. Perfekt. Du gehst dahin, nach Sheffield nämlich. Ja, genau, das wird perfekt. Wo ist Sheffield? Da ist Sheffield. Würde ich hier mal ein Sträßchen hätten.
Du gehst nach Cass, irgendwo hin. Irgendwo hin. Du gehst dahin, machst das mal weg. Du baust hier ein Sägewerk. Kannst du dich noch näher dran tasten? Nee. Zumindest da zum Flughafen kannst du mal. Ja, ich meine, von da wird eh nicht so viel kommen. Das meiste sollte hier rumstehen, dass sie dort nicht so leicht durchkommen. Okay. Wollen wir mal. Kann ich dich befördern? Subproduktion. Das ist alles nicht so cool. Alles nicht so cool. Naja. Es geht ja ein Handel mit England. Non-surprisingly. Oh, ich führe jetzt schon den Kultursieg. Religionssieg England ist ganz gut dabei, aber ich meine, auch nicht wirklich gefährlich momentan. Gut. So, jetzt. Jetzt kann ich aber nachschauen, wie diese blöde Stadt heißt, oder? Einsetzen. Stockholm ist es. Okay, wir wollen Stockholm haben. Elisabeth, let's talk peace, shall we? Okay, geht's hier alles aus. London ist ab, bla bla bla. Sheffield lässt ab. Stockholm. All deine Luxuries. Ich meine, wir können auch noch all dein Geld nehmen. Because why not at this point, right? 200? Nein. All dein Gold pro Runde geht sich auch noch aus. Nicht, dass es irgendeine Bedeutung hätte. Sie hat mir erst noch einen Fuck it. Vorschlag annehmen. Wie heißt es freundlich und aufmerksam von euch? If you say so. Stockholm gehört mir, wunderbar. Wassermühle. Produktion wählen. Eine Waffe. Nein, keine. Doch, fuck it. Bau eine Waffenkammer. Who cares? Kornspeicher. Gute reparieren. Okay. Warte, ich dachte, Stockholm hat einen Flugplatz. Wieso hat Stockholm keinen Flugplatz? Ihr hattet einen Flugplatz. Alright! Aber dich muss ich eigentlich gar nicht holen. Verwirrung. Dich muss ich eigentlich gar nicht holen. Ich muss nur dich holen. Möglicherweise dich, falls es deine Lage ist. Fuck it. Fuck it. Ich glaube, wir holen das einfach nicht. Wir müssen allerdings wirklich ein bisschen aufpassen. Weil ich werde dazu sehr flankiert, habe ich das Problem. 25% nur für Partisanen. Machen wir einen Hochposten. Will ich jetzt schon angreifen? Not really. Ich bin noch nicht wirklich in der Aufstellung, die ich haben möchte. Dann schlussendlich, du kommst mal dahin. Echt, du kommst nur so weit. Okay, schade, tragisch, aber kann man nichts machen. Du kommst hier hin. Du kommst hier hin. Muss man nicht schon Maschinengewehrchen? Da sind die überall. Vielleicht müsst ihr auch darunter, aber dann habe ich hier keine Verteidigungslinie. Das gefällt mir natürlich nicht. Ich habe die Bomber zumindest, die ein bisschen aushelfen können. Wie viel Geld habe ich? 14.000. Ich könnte mir mal ein paar Bomber kaufen. To be honest. In Sheffield zum Beispiel. Kampfbomber Nummer 1. Kampfbomber Nummer 2. Kampfbomber Nummer 3. Und dann machen wir noch Kampfbomber Nummer 4, weil wir lustig sind. Gut, das sollte ein bisschen geholfen haben. Kannst momentan nichts bombardieren, macht nichts. Dann bombardier eben nichts für den Moment. Du kannst hier hoch. Du kannst hier hoch. Du musst deine Freunde finden. Wo sind die denn? Hey. Where are. Sie da seid ihr. Okay. Komm mal dahin. Dann dahin. Okay, dann kannst du irgendwie. Fuck, hier hin. Und dann könnt ihr hier zur Armee machen. Yay. Dre. Wunderbar. Du bleibst hier stehen. Du bleibst hier mal stehen für den Anfang. Doch, da ist schon ein bisschen was an Armee da. Da haben wir noch einen Kampfbomber. Ich meine, die Kampfbomber sollten effektiv sein gegen sowas wie fucking Armbrustschützen, oder? Look at this shit. Die hat einfach nur eine Riesenarmee an fucking Kavallerie-Armeen. Let me see. Yep. 3.500, wir sind auf 1.500.
Das heißt, wir brauchen mehr Zeug. Wir brauchen mehr Zeug. Habe ich da nicht irgendwo einen Flugplatz gebaut? Weil nur ein Flugplatz kann genug Bämbelchen halten. Oder wenn wir hier überall einen reinsetzen, vielleicht kaufe ich einfach wirklich noch einen Bomber, zumindest zwei kann ich ja gar nicht bauen. Ah ja, du darfst nicht. Habe ich hier nirgends so einen Flughafen? Why didn't I build a fucking... Da ist einer, okay. Das heißt, du kannst zumindest noch einen kaufen. Damit wir irgendwas zur Verteidigung hier haben. Du bist ein Kampfbomber. Ja, die brauche ich aber auch hier. Das wird schon nochmal schwierig, weil die werden einfach mit so viel Zeugs ankommen. Das ist beinahe... Unmöglich ist das alles schnell genug zu killen, bevor sie eine Stadt einnehmen, habe ich das Gefühl. Wie auch immer, so hoch sind meine Städte auch nicht. Also 93 ist nicht so der fucking Renner. Können wir eine Politik uns holen, die Stadtverteidigung höher macht? Das wäre gerade vielleicht hilfreich. Ich weiß es nicht. We will see, we will see. Fuck it. Du, Tamiris, jorda gute Basta. Ja, I know. Ich meine, wenn sie schon so deppert fragt, dann kann man ja jetzt auch jetzt einfach mal den Krieg erklären. Okay, das heißt, meine lieben Kampfbömmchen. Hey, nein, mit was fangen wir an, ist die Frage. Dieses ganze Zeug hier anzufangen, niederzumetzeln. Okay, das ist schon mal ein gutes Zeichen. jetzt schauen wir mal, was die Kampfbombe hier sonst noch so können. Wo ist das nächste Ding da? 36 Schaden immerhin an einem so ein Ding. Das heißt, wir brauchen 3, um eine Kavallerie zu killen. Nicht perfekt, nicht perfekt, don't get me wrong. Da ist noch ein Kampfbombe, don't lie. Ich habe so viele fucking gebaut, das sind überall Kampfbombe. Ja, sag ich ja. Das ist ein Düsenjäger, aber der kann ja auch irgendwas bombardieren. Ah, der hätte noch so eine Kavallerie oder so bombardieren sollen. Noch ein Kampfbombchen. Ja, dann gehen wir auf die los diesmal. Nochmal ein Kampfbombchen. Dich losgegangen. Vielleicht nehmen wir die Stadt doch noch mit. Nochmal ein Kampfbomber. Wieder schauen. Ah, nicht wieder schauen. Er hat überlebt, der Sack. Okay, da sind wir durch. Hey, haben wir nicht irgendwo noch irgendwas? Kannst du was bombardieren vielleicht? Leider nicht diese Kavallerie, aber die Stadt. Okay, kannst du auf ihn was schießen? Ja, du kannst zum Beispiel auf die Kavallerie schießen. Let's do that, in that case. Du kannst hier hin, du kannst einmal hier hin. Bist du... Du kannst jetzt nicht... Warte mal, kannst du... Du kannst auf die Stadt schießen von hier. Das ist, wenn ich mit dem jetzt dahin gehe, dann kannst du auch auf die Stadt schießen. Das gefällt mir. Du kommst hier hin, um irgendwie diese Artillerie hier beschützen zu können, möglicherweise. Okay, hätten wir das erledigt. Bist du schon wieder aufgeheilt? Ja, das ist, du kommst hier rüber. Dann müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen, was für Gemüse hier noch vorbeikommt. Sehe ich gerade irgendwas? Ja, da sehe ich Gemüse. Von dem her, du hast hier einen Kampfbomber. Benutze ihn. Nice, okay. Also die Armbrustschützen sollten mal kein Problem sein. Habe ich nicht? Da habe ich einen. Will ich mir gerne dich bombardieren. Fast hin, wunderbar. So, dale. Fuck it, du brauchst einen Händler. Du kannst das Lager mal reparieren. Du baust irgendwas wie... Eigentlich... Ja, baue halt noch Maschinengewehr. Du reparierst die Kanalisation. Okay, was willst du jetzt machen? Können das ja PT anschließen. Nicht, weil wir es brauchen würden, aber es gibt vielleicht Produktion oder sowas. Nicht, dass wir die brauchen würden. Oh Gott, jetzt ist es schon wieder fertig. Bauen Spion. Machen wir gleich weiter hier mit unserem Entwaldungsprogramm. Damit die Rebellen sich nirgendwo verschanzen können. Habe ich eigentlich, sind jetzt alle super glücklich immer noch? Oder ist es mit dem Glück jetzt schon wieder nicht mehr so hoch her? Hallo, wieso suche ich jetzt eine plus 3? Why? Okay. Fuck it. Here you go. Sag nicht so oft fuck it. Das ist irgendwie despektierlich dem Spiel gegenüber. Aber es ist einfach, ihr wisst es ja. Es ist die Zeit wieder. Ich wollte gerade irgendwas nachschauen. Jetzt habe ich es gerade völlig verdrängt. Wie happy die Leute sind, genau.
Jetzt habe ich's. Holy shit, sind alle glücklich. This is amazing. This is absolutely amazing. Alle sind glücklich. Alle. It's great. Again, ich hoffe, wenn es euch Spaß gemacht hat, zuzusehen. Wenn das der Fall war, lasst doch ein Like da oder abonniert den Channel. Aber vor allem schaut beim nächsten Mal wieder vorbei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Baba.